Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen nun die Kontrahenten vor und beginne mit Tony, der Tiger Chase. Er ist 31 Jahre alt, 85 Kilo schwer. Er stammt aus Magdeburg, lebt aber jetzt in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Er kämpfte bisher 18 Mal als Profiboxer, 12 Mal war er siegreich, 5 Mal davon durch Knockout. Er kämpft für die Respect Kampfsportschule Halberstadt. Sein Trainer ist Thorsten Knille. Tony, der Tiger Chase, ist dreifacher WBO-Kickbox-Weltmeister und war GBC Intercontinental Super-Mittelgewicht-Champion. Meine Damen und Herren, Tony, der Tiger Chase! Ferret Keita ist 27 Jahre alt, 88 Kilo schwer. Er stammt aus Bulgisch in Albanien, lebt aber in München. 8-mal kämpfte er bei den Profis, 8-mal war er siegreich, 5-mal durch Knockout. Er kämpft für das Gym Kickboxen Deutschland. Sein Trainer ist der ehemalige K1-Weltmeister Johnny Keita. Ferret Keita ist ISK K1-Europameister. Meine Damen und Herren, der Lokalmatador aus München, Ferret Keita! Die Offiziellen für diesen Kampf. Als Supervisorin von Bund Deutscher Besuchsboxer, Frau Beate Pöske aus Deutschland. Als Punktrichter fungieren Herr Goran Filipovic aus Deutschland, Herr Iko Bebic aus Deutschland und Frau Diana Miljani ebenfalls aus Deutschland. Zeitname Michael Deck, Arzt am Ring Dr. Peter Meyer. Die Leitung des Kampfes hat Herr Iko Bebic aus Deutschland. So, also die deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht zwischen zwei exzellenten Kickboxern, die sich allerdings auch immer wieder im traditionellen Boxen versuchen. Der eine, Tony Tees, Sie haben es gehört, 18 Profikämpfer hat er schon auf dem Buckel, dabei allerdings schon einige Schrammen abbekommen. Und der andere, Ferret Keita, ist in 8 Fights noch ungeschlagen und hier vor heimischem Publikum natürlich leichter Favorit. Durchtrainiert wie eh und je. Ferret Keita, betreut von Johnny Keita, ehemaliger Weltmeister im Kickboxen. Das Ganze geht hier bei 10 Runden, 3 Minuten. Titel ist vakant geworden, nachdem ihn Adam Deines abgegeben hat. So, noch Küsschen und dann kann es losgehen hier. Iko Bebic, noch eine kurze Belehrung. When I say break, step back, both of you. Say gloves and good luck. Na gut, die Regeln werden Sie mittlerweile kennen, die beiden. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Boxsportfreunde, es geht um die deutsche Profimeisterschaft im Cruisergewicht. Daniel Stock, der Kampf ist Stock, der auf 10 Runden nach 3 Minuten. Es geht um den Titel. Es geht um den Titel und dann kann es losgehen. Cruisergewicht. Ferret Keita mit den roten Handschuhen und erste Runde beginnt hier. Gleich mal ein guter rechter Haken zum Körper von Tees und nochmal mit der linken nachgezogen. Gut gemacht hier von Ferret Keita, der hier aggressiv zur Sache geht. Links-Rechts-Kombination. Ne, beide noch etwas verhalten, aber die stärkeren Aktionen hier in dieser Anfangsphase von Ferret Keita. Jetzt setzt auch der Tigerball nach, Tony Tees. Aber beide Schläge hier vorbeigezogen. Ne, muss die Deckung oben behalten, Tony Tees.
Sonst wird es gefährlich. Der kann mächtig hauen, der Ferit Keta. 83% K.O.-Quote kann ich sehen lassen. Schön, da die rechte zum Körper und nochmal die linke zum Kopf. Das war eine gelungene Aktion von Keta und geht hier gleich hinterher. Und natürlich hier das Publikum begeistert in dieser Anfangsphase. Immer wieder auch dieser kurze linke Haken. Er lässt da seine Deckung zu sehr hängen, der Tony Tees. Das ist die Möglichkeit für Keta immer wieder hier gute Treffer zu setzen. Deckung dicht, gutes Auge, auch im Rückwärtsgang den Überblick behalten. Ferit Keta. Er macht das ganz geschickt, dann zieht er sich wieder zurück. Doppeldeckung, lässt den Tees kommen und dann plötzlich schlägt er wieder zu, geht nach vorne und setzt seine Konter. Ja, der Tee ist immer gefährlich mit dem Kopf nach vorne. Ganz einfach, links, rechts. Also wenn er seine linke da weiter so hängen lässt, der Tony Tees, dann kann das gefährlich werden für ihn. Ja, er weiß natürlich, wenn er angreift, dass er da schon ein paar Mal hart getroffen worden ist. Entsprechend vorsichtig geht er zur Sache, auch wenn er nach vorne marschiert. Ja. Allerdings war es auch nicht so haushoch überlegen, dass der Tester nun chancenlos ist. Aber wie gesagt, er hat Probleme dann mit seiner Deckungsarbeit, lässt seine linke hängen und das ist immer wieder die Möglichkeit, hier mal cross drüber zu schlagen für Keta. Jetzt hat er es auf der Innenbahn probiert. Oh, der erste Angriff da von Tees, aber auch das unkontrolliert, ohne dass sich da irgendein Ziel gesetzt hat. Was mache ich jetzt? Aber er versuchte zumindest hier mal von der Ringmitte aus den Kampf zu bestimmen. Kommt den Keta, glaube ich, gerade recht. Guter Konterboxer. Vielleicht bleibt er selber ein bisschen tief gewesen. Und der Gegenangriff von Tees. Jawohl, gar nicht schlecht. Iko Bebic ermahnt den Tees. Er soll da nicht mit den Ellbogen schlagen. Hat er seine eigene Kampfspule, die heißt Respekt. Also sollte auch seinem Gegner Respekt entgegenbringen. Aber ist ein Hitzkopf im Ring. Gut, wieder die Rechte da reingedrückt zum Kopf von Tees. Und immer wenn die anzeigen, du, das hat gar nicht wehgetan, dann hat es wehgetan, Aufwärtshaken nochmal. Knapp vorbei, diese rechte, linke im Ziel gewesen. Tees versucht es erstmal hier mit Clinchen sich die Zeit zu retten, aber Keta geht nach vorne. Linke zum Kopf, rechte Aufwärtshaken. Nochmal ein harter Körpertreffer. Ja, der hat schon Probleme. Der Tony Tees wird von Thorsten Krille hier betreut. Die rechte zum Kopf, er kann einiges einstecken. Ist allerdings auch schon dreimal K.O. gegangen in seiner boxerischen Karriere. Bei 6 Niederlagen. Das sollte jetzt nicht zu offen werden, Tony Tees. Was mir gut an Keta gefällt, der macht das alles mit großer Ruhe, mit großer Besonnenheit. Und was er macht, das hat Hand und Fuß. Und wenn er mal drüber schlägt, wie jetzt eben in der linken, dann zieht er die rechte nochmal zum Körper nach. Also er muss immer aufpassen, der Tony Tees. Knallige linke zum Kopf. Ja, der ist zu schnell für Tees. Brenzchen gemacht, sofort nochmal eine gefangen. Jetzt setzt er mal nach, auch mal ein Treffer ist von Tees.
Ja, der Kampf wird etwas sauberer. Und jetzt hat er ihn in der Ringecke, aber er wehrt sich. Im kleinen Städtchen in Ostalbanien geboren. Lebt aber schon lange hier in München. Das ist die große boxerische Hoffnung natürlich neben Mike Keter, der allerdings nach einer Niederlage im letzten Jahr gegen Vincent Feigenbutz herumkaut. Allerdings bei der nächsten Fight Night er wieder dabei sein möchte, trainiert wieder hart. Und inzwischen übernimmt er seine Arbeit, der Ferit Keter, und das macht er glänzend. Harter Körpertreffer, der Sack zeigt er an, Tiefschlag. Bebic geht dazwischen. Was macht er jetzt? Naja, gibt ihm die Zeit und erzählt ihn an. Oder muss er in die neutrale Ecke mal tief Luft holen? Toni Tees. 5 Minuten haben wir ja Zeit, sich da wieder zu berappeln. Aber ich denke, es kann gleich weitergehen. Iko Bebic. Er mahnt ihn nochmal, okay, du hast jetzt ja einen Tiefschlag abbekommen, aber kämpfe bitte, sauber kämpfe. So, nach den Regeln setze nicht den Ellbogen ein. Da gibt es eine Verwarnung für Ferit Keter wegen Tiefschlags. So, und jetzt geht er wieder rüber und fragt es mal, na, kann es weitergehen? Ja, ja, der Tiger macht weiter. Also Zeichen an den Timekeeper. Und jetzt ist natürlich hier richtig Feuer unterm Dach. Ich kann mir vorstellen, dass Keter jetzt hier diese Runde holen will. Wieder 2 harte Treffer. Und da fällt er ein, zwei rechte, zweimal zum Kopf, wilde Schlägerei. Auf beiden Seiten fliegen jetzt hier die Fäuste. Und weiter geht's hier im Takt. Keter greift an, immer wieder diese harten Treffer da zum Körper, zum Bauch, zu den kurzen Rippen. Recht jetzt oben reingeschlagen, nochmal Körpertreffer, der Tees nimmt alles. Jetzt ist hier richtig Dampf angesagt in diesem Kampf um die deutsche Krusewitz-Meisterschaft. Da verzieht er das Gesicht bei diesem Körpertreffer, aber bleibt stehen, der Tees, sehr Kerl. Und jetzt ist er wieder aufgedreht, der Ferit Keter, haut auch ein paar Mal daneben und steckt auch einige ein. Wieder offener Schlagabtausch da in der Ringecke. Was für ein Kampf, meine Herren. Die hauen sich hier die Fäuste um die Ohren, das ist nur so Krach. Und immer wieder hat der Ferit Keter eine Hand mehr drin. War eine zweimal brenzlige Situation für Toni Tees, aber hat überstanden, holt tief Luft. Ferit Keter greift wieder an. Immer wieder diese harten Körpertreffer. Ja, tolle Runde. Und jetzt gibt es wegen Kopfstoß eine Verwarnung für Toni Tees. Damit ist da wieder ausgeglichen und die Runde ist bei Keter, der sich da durch diesen Kopfstoß einen Cut zugezogen hat. Und weiter geht's. Der Tees hat schon kaum noch Luft. Der beugt sich jetzt darüber. Da. Iko Bebic fragt das mal nach. Ist die Runde schon fertig? Nee, nee, alles weiter, Jungs. Da darf auch nicht Großes behandelt werden. Bisschen durcheinander das Ganze. Das ist natürlich auch schlecht, wenn der Ringrichter da noch die Übersicht verliert. Aber ist natürlich auch ein so verbissener Kampf. Jetzt wollte auch noch sein Knie einsetzen, der Toni Tees. Ja, der wehrt sich hier natürlich nach mit allem, was er hat. Alte Blut verschmiert mittlerweile. Was für ein Fight. Meine Herren, die packen alles aus, was in ihn steckt. Die Rechte, nochmal Körpertreffer. Und dann ist die Runde vorbei. Blutige Angelegenheit hier. So, ich habe mal in die Ecke von Toni Tees geschaut, der pumpt schon wie ein Maikäfer hier und ist noch nicht mal die Hälfte des Kampfes rum, aber ist natürlich auch ein kräftezehrendes Teil hier. Cut bei
Ferit Keita durch diesen Kopfstoß. Und Johnny Keita war eben in der Ecke von Tesla gesagt, Freundchen, jetzt boxen wir wieder sauber. Hat er schon mal mit deutscher Meisterschaft gekämpft gegen Dennis Rohner, da wurde er disqualifiziert. Auch unsauber gekämpft. Linke. Immer Körper, nochmal die Linke. Es ist auch wieder wie ein Scheunentor. Der Toni Tees, was der da einsteckt, was da an seinen Kopf geballert wird, an seinen Körper, ist schon Wahnsinn. Und der Keita, der will jetzt hier Schluss machen. Linke, Aufwärtshaken, rutscht noch runter, Toni Tees am Boden. Das war abzusehen. Er kommt wieder hoch, er kommt wieder, nee. Jetzt Achtung, 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 Ferit wieder runter, er macht weiter. Was passiert jetzt? Jetzt ist da Schlägerei hier im Ring. Toni Tees lässt sich rausfallen oder ist rausgeschlagen worden, konnte ich jetzt nicht genau sehen. Hier liegt erstmal Toni Tees. Der müsste jetzt erstmal zurück wieder in den Ring. Iko Bebic, was macht er hier? Lässt er sich schon mal feiern, der Ferit. Und hier ist einiges geboten jetzt. Natürlich heißblütige Fans hier direkt in meinem Rücken, da ist jetzt hier kleine Schlägerei angesagt. Und was macht Iko Bebic? Er versucht ja erstmal alles zu beruhigen. Hat er jetzt den Kampf abgebrochen oder nicht? Oder was ist passiert? Der Tees hätte eigentlich 20 Sekunden Zeit gehabt, um wieder in den Ring reinzukommen. Das hat er nun auch nicht gepackt. Was passiert jetzt? Toni Tees natürlich außer sich. Wo ist er jetzt? So, hier oben im Ring, da geht es erstmal ruhig zu. Bin mal gespannt, was jetzt der Iko Bebic entscheiden wird. Kommt der Tees wieder zurück? Kommt er wieder zurück? Oder ist es nur für die... Ich denke, der Kampf ist vorbei. Er hat schon mal sein Hütchen auf da, der Ferit Keita. Also die stellen sich jetzt hier erstmal auf zur Urteilsverkündung, denke ich mal. Aber so richtig weiß man auch nicht genau Bescheid. Doch der Ringsprecher ist auch im Ring. Ja, das war dann nochmal der traurige Höhepunkt einer wahren Ringschlacht. Da wird noch richtig hart diskutiert. Aber der Tees, der war ja unten am Boden, dann sprang er plötzlich auf, dann wurde er irgendwie aus dem Ring gestoßen, weiß der Teufel von wem. Nochmal die Zeitlupe, also hier dieses Vermöbeln in der Ringecke. Iko Bebic steht jetzt da leider vorne dran, man sieht nicht allzu viel, aber das Entscheidende ist auch, wie Tees es gleich zu Boden geht. So, da geht er nach unten und jetzt liegt er da in der Ringecke, Bebic zählt ihn an. Und jetzt springt er plötzlich auf und jetzt ist man natürlich in der Kamera nicht da, wo man sein soll. Da kommt er wieder zurück in den Ring. So, und jetzt wird es interessant. Hoffentlich haben wir das jetzt drauf. Da war Mike Keita mit beteiligt, da war auch ein anderer und haben ihn da aus dem Ring rausgeknallt. Also, naja. Das war wirklich ein Ende, wie man es nicht sehen möchte. Und dieser Toni Tees ist natürlich kein Kind von Traurigkeit, das weiß man. Auch dieser Kopfstoß war natürlich nicht so richtig das, was man sehen möchte. Aber da ist er verwarnt worden und jetzt dann hat er alles auf eine Karte gesetzt, ja. Ferit Keita. Luan Krasnici hier im Ring, da lacht sich eins. Michael Wallisch ist auch da, Manuel Cha, der vor einem großen Kampf steht. Und hier ist der neue deutsche Meister im Cruisergewicht. Und das ist Ferit Keita. Erster deutscher Meister war übrigens 1985 Ralf Rocchigiani mit einem Sieg über Josef Kossmann. Und danach auch noch einige große Namen den Titel gehabt. Firat Aslan, beispielsweise Thorsten Rüdiger-May. 2011 als Dennis Rohner zu Schluss. Jetzt war es
Adam Deines nach seinem Sieg über Jörg Blaschke aus dem SES-Boxstall. Und hier das Urteil. Sieger durch Knockout nach 47 Sekunden in der vierten Runde. Und damit neuer deutscher Profi-Cruiser-Gewichtsmeister, Philipp Kinter! Also der neue deutsche Meister durch Knockout, Ferit Keta, in einem Kampf, der hier wirklich fast alles gezeigt hat. Es war jetzt kein schönes Boxen, aber es war Boxen wirklich hier, wo beide mit großem Willen eingestiegen sind, beide sich da die Fäuste um die Ohren geknallt haben und es wurde immer wilder nach dem Kopfstoß von Thees und dann das Ende war dann das Sahnehäubchen auf diesen umstrittenen deutschen Meisterschaftskampf. Oh, meine Damen und Herren, liebe Gäste und liebe Boxsportfreunde, da Ferit Keta noch kurz ein bisschen Luft braucht, wollen wir an dieser Stelle die ersten Worte seinem Bruder, dem Veranstalter und dem früheren K1-Weltmeister Johnny Keta übergeben. Nochmal Johnny, hier ist dein Ringsprecher. Liebe Freunde und Fans, Daniel Stock, von überall, wo ihr uns hört, von Fancy oder Johnny Keta. Danke, dass ihr da seid. Es tut mir sehr leid für diese Aktion jetzt. Ich müsste das einfach dem Sport überlassen, müsste keinen Schuld machen. Es ist ein Sport mit viel Adrenalin. Die Kämpfer, die reingehen, die haben Temperament. Ich glaube, von meiner Seite oder Bruderseite muss ich mir nicht entschuldigen. Trotzdem, den Gegner, den Tony Thees, ich als Bruder und Trainer verzeihe das. Es ist Kampfsport. Nächstes Mal muss er lernen, fair zu sein, aber es ist in Ordnung. Ich, ganz ehrlich, bis jetzt war ich sehr müde. Aber jetzt bin ich glücklich. Und ich hatte heute, oder habe ich Erfolg. Habe selber in meiner Sportkarriere viel erreicht. Ich habe meine Familie, ganze Familie hier. Es ist nicht Schande zu sagen oder arm zu sein. Ich komme von einer armen Familie, habe alles geschafft hier in Deutschland. Bin sehr glücklich, habe meine Familie sicher hier, habe meine zwei Kinder. Und ich fühle von Herzen, ich bin ein Albaner, auch sehr stolz drauf. Aber das, was ich hier erreicht habe, wie gesagt, ich habe meine Familie hier, schaffe jetzt meinen Bruder auch erfolgreich zu sehen. Bin selber heute glücklich. Ich fühle von Herzen Danke an Deutschland und meine deutschen Freunde, dass ich so weit gekommen bin. Vielen Dank an meinen früher, oder er ist immer noch eine Legende und Vorbild für mich, den Luan Krasnici, der uns unterstützt. Ich danke unseren Sponsor, aber ganz ehrlich, in erster Linie muss ich sagen, ich respektiere ihn und seine Familie ganz groß. Es hat lange gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass er uns unterstützt finanziell, um das zu schaffen. Vielen Dank, Alfred Becker, Firma Becker und ganze Familie. Als großer Bruder und Trainer. Danke an den Sponsor. Erlaube und möchte gerne, dass Luan Krasnici diesen Champion-Gürtel, den deutschen Titel, meinem Bruder übergibt. Danke, Luan. Danke an alle. So, Luan Krasnici übergibt den deutschen Meistergürtel. Ich möchte zwei Worte nur für meine Landsleute sagen. Der Respekt zu denen. Ferit Keta, hat uns wir auch gehen so weit in die Werbung und anschließend noch der WM-Kampf von Christina Hammer gegen Gifty Amanur Ankra. Mit Kudoji, nicht im Tag, im Date.